Hallo, ja, ich bin gerade aus dem vom Einkaufen zurückgekommen. Ich zeige euch erst einmal schnell ein paar Bilder, wie es am Bodensee gerade aussah. Also wie ihr sehen könnt, es liegt noch kein Schnee, also in den Bergen schon. Aber es war jetzt sehr, sehr kalt. Ich habe also doch ziemlich gefroren. Mir ist auch gleich die Nase gelaufen. Ja, mir sind die Augen haben angefangen zu tränen. Das ist bei mir immer so eine leidige Sache. Wenn es draußen kalt wird, dann fange ich an, ja, da fangen bei mir die Augen an zu tränen. Aber sei es drum. Jedenfalls, ich war jetzt schnell einkaufen, habe noch schnell ja, ein paar Brötchen gekauft und ich war natürlich in einem Buchladen. Wir haben mir noch ein Buch gekauft, ist schon länger her, mit dem Buch hier. Richard David Brecht, ihr seht, es ist noch original verpackt. Warum gibt es alles und nichts? Ein Ausflug in die Philosophie, also das neueste Buch von Richard David Brecht. Wisst ihr vielleicht, ich bin ein kleiner Fan von Richard David Brecht. Ich mag den eigentlich ganz gern. Vor allem, wenn er halt im Fernsehen auftritt. Er ist ein sehr eloquenter Redner, finde ich. Er kann das alles, ja, doch sehr, das trockene Gebiet der Philosophie doch irgendwie sehr, sehr gut darstellen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Buch ist. Ob das wirklich sehr interessant, ob sich das gut lesen lässt und so. Weil hier erklärt er, wenn ich den Tag. Ich brauche nicht wundern, wie ich komisch gucke, aber ich brauche halt auch schon eine Brille und deswegen, Kinders, also erklärt praktisch hier, ich möchte nicht alles vorlesen, also Richard David Brecht erklärt seinem Sohn Oskar die Welt. Also praktisch, sein Sohn Oskar stellt Richard David Brecht Fragen um die Welt, ja, warum gibt es nicht nichts zum Beispiel? Und Richard David Brecht versucht dies aus seinem philosophischen Hintergrund zu beantworten. So habe ich das verstanden und bin schon mal sehr gespannt. Okay, heute Nachmittag geht es dann weiter. Bin dann gleich weiter unterwegs für meinen anderen YouTube-Kanal, oder nicht meinen, sondern den gemeinsamen, den ich mit meiner Freundin Farah zusammen habe, Menschen dieser Erde, wo wir heute noch einen Jahresrückblick zusammen aufnehmen wollen, beziehungsweise zusammen schneiden. Gibt es noch ein bisschen Arbeit und bin mal gespannt, ob ich das mit Final Cut Express hinbekomme. Das ist also das Schnittprogramm, was ich mir gestern als kostenlose Testversion heruntergeladen habe und versuche jetzt auch mal mit dem hier mal einen kleinen Test zu machen. Okay, das war es erstmal von mir und vielleicht gibt es am Sonntag nochmal ein längeres Video von mir. Also bis dann, tschüss!